Aber the show must go on, oder wie heißt das so schön, ne? Ja, genau. Ich habe übrigens eine private E-Mail bekommen, beziehungsweise über den YouTube-Kanal. Da findet jemand meinen Akzent scheiße. Ich versuche mich zu bessern, aber alles kriege ich nicht raus. Das kann ich Ihnen schon mal sagen. Ja, jetzt gehen wir einmal außen rum. Denn den kann ich leider nicht ganz abstellen, auch wenn ich es gerne würde für euch. Danke für die harsche Kritik an meiner Aussprache. Ja, ich kann das Ganze auch, glaube ich, abkürzen. Wenn ich ja, war da so, ich glaube, hier lang. Ist das überhaupt eine Abkürzung? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich hier mal lang gegangen bin dafür. So. Autobatterie habe ich dabei? Mensch. So. Man kann ja auch untersuchen, vielleicht ist da noch irgendetwas dran. Ne, damit wird der Aufzug bedient. Eine Aufzugsbatterie, meinetwegen auch. Gehen wir hier in das kleine Kämmerchen zu unseren Lieblingsraben. Die uns auch mal fressen wollten. Aber jetzt sind es unsere besten Freunde, tun uns nichts mehr und alles ist gut. Machen nur noch ganz gruselige Geräusche. Geräusche. Siehst du, das kommt davon, wenn man hier versucht, irgendwelche Scheiße zu labern. Huah. Und ich schätze, ab jetzt geht hier wieder voll der Punk ab. Was ich nicht verstehe. Warum ist das hier rot? Also ich sehe jetzt gerade nicht, dass ich irgendwas vergessen habe einzusammeln. Wenn ich hier mal so ein bisschen rumklicke. Also ich sehe hier auch nichts. Aber irgendwas stimmt hier gerade nicht. Das Wappen passt genau in die Einbuchtung. Achso, warte mal. Ich habe ja jetzt noch ein anderes Objekt. Kann man die später miteinander kombinieren oder sowas? Ist jetzt mal gerade egal. Ich habe gerade, ich will jetzt nicht wieder zur Kiste laufen. Vielleicht das nächste Mal, wenn wir dran vorbeilaufen. Ich brauche unbedingt Ink Ribbons. So, hier ist noch ein First Aid. Jetzt weiß ich nicht, geradeaus oder da links. Ich glaube, geradeaus durch. Ich mache das jetzt einfach mal, weil ich gerade mit der Karte nicht klarkomme. Ja. Ja, genau. Das sieht gut aus. Und wie gesagt, ich glaube, hier sind noch ein paar fiese Hunde unterwegs. Okay, in diesem Abteil schon mal nicht. Jetzt müsste ich auch mit der Karte klarkommen. Und zwar könnte das schon irgendwie hinter mir sein, da hinten. Könnte. Schauen wir mal kurz nach. Ja, das ist der Fahrstuhl, aber ich glaube, hier ist nicht der Antrieb. Jetzt frage ich mich allerdings, wo ist der Antrieb? Nee, 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 nee. Also noch einer weiter. Schon gruselig hier. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich mache euch doch ja nichts. So, runter geht's. Hell, runter.
Hell? Ich glaube, ich bin falsch. Oder? Ich höre die Hunde schon. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach sein. Ja, wenn ich mich hier richtig bewegen könnte, dann wäre das ein Fest. Nö, so. Verwenden. Und verwenden. Rein und lass mich ja in Ruhe. Und wieder hoch. Was das jetzt gerade für einen Sinn hat, weiß ich noch nicht so ganz. Vielleicht gibt es irgendwo noch einen Zwischenstopp. Oder ist das einfach nur eine Abkürzung, was ja ziemlich hohl wäre? Nee. Bringt mir das jetzt gerade irgendetwas? Zack, zack, zack. Nee. Also irgendwie ja nicht, ne? Ich frage mich gerade, wie ich da links hinkommen soll. Das ist die ganz andere Richtung. Hä? Das muss auch irgendwas mit dem Fahrstuhl. Ich fahre jetzt einfach nochmal. Ich will auch irgendwie. Na, er fährt wieder runter. Ah ja, komm, nur damit ich meine Ruhe habe. Ich hoffe, das zählt noch, dass ich die eben angetroffen habe. Alter, wenn das hier nicht so ruckeln würde. Ei, habt ihr den Sprung gesehen? Der kann ja fast fliegen. Hier ist das Zielen echt ätzend. Der geht mir ja ganz schön auf die Nüsse. Oh. Ist jetzt bald mal gut. So, alles verballert, was ich habe wahrscheinlich. Zwei Schuss habe ich noch. Naja, mir geht's noch gut. Der Aufzug wurde wieder hergestellt. Ist ja schön, aber was bringt mir das Ganze jetzt? Dahinter scheint etwas zu liegen. Ja. Jetzt habe ich den Plan. Nur weil ich mir den Wasserfall gerade angeguckt habe und den Text dazu gelesen habe. Wäre ich jetzt dran vorbei, wäre mir das so gar nicht aufgefallen. So. Ihr werdet sehen. Das läuft ja heute hier richtig. So. Ach, dafür brauche ich die Kurbel wieder. Ach, du Scheiße. Laufen, mein Freund, laufen. Habe ich die Kurbel überhaupt noch? Eigentlich dachte ich, die wäre stecken geblieben oder so. Aber man soll ja bekanntlich nicht so viel denken.
Wo finde ich denn jetzt am schnellsten einen Objektraum? Na toll, da komme ich zwar ganz schnell hin, aber nicht wieder zurück. Das nervt mich jetzt schon. Dann können wir das Ding da mitnehmen. Dann ist der hier auch wieder schön sauber, der Raum. Und hoffen, dass wir nicht sterben werden. Wir erinnern uns, wir haben kein Farbband. Ja, das nervt mich jetzt mit der Kurbel. Aber dann kann ich gleich das andere Umbrella-Logo mitnehmen, um zu gucken, was passiert, wenn ich den einführe. Müsste die Tür gewesen sein. Ich gehe einfach mal rein, ohne zu gucken, weil ich mir da fast sicher bin. Sieht gut aus. Aber wir müssen über einen großen Umweg zurück. Ich nehme das mit und außerdem nehme ich das Gewehr mit. Allerdings nur nachgeladen und der Rest Munition bleibt gleich hier. Und da ist auch die Kurbel. So, nachladen. Nur zur Sicherheit habe ich das andere Gewehr dabei. Aber zwei Schuss ist nicht gerade viel, damit kriege ich nicht mal einen normalen Zombie erledigt. Und hier kommen wir wahrscheinlich immer noch nicht durch. Der Türgriff wurde repariert. Alter, mir fallen die Eier ab. Ist ja geil. Das gefällt mir. Like it. Jetzt können wir mal gucken, ob hier irgendwie. Es ist genau dasselbe. Das ist Stein- und Metallobjekt und das ist nur ein Metallobjekt. Das brauchen sie jetzt nicht. Kann ich die irgendwie kombinieren? Auch nicht. Gut, dann habe ich das Objekt gerade umsonst hier. Oder vielleicht. Nee. Vielleicht brauche ich später nochmal. Jetzt habe ich es halt nun mal dabei. Kann es sich ändern. Und ich hoffe, dass mein Plan jetzt aufgeht und ich nicht umsonst so weit gelaufen bin. Also er benutzt sie auf jeden Fall wieder. Der Wasserfall ist nicht mehr zu hören. Und damit haben wir genau das erreicht, was ich mir auch vorgestellt habe. Ich kann jetzt bestimmt durch den Wasserfall gehen. Beziehungsweise da, wo er war. Obwohl, Chris ist ja Spezialeinheit und so. Das hätte der bestimmt auch mit Wasser gekonnt. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so da stehen. Schließlich wollen wir hier auch ein bisschen was zu rätseln haben, ne?